So, brauche ich dabei Hilfe? Nee. Aber das Ding können wir noch gebrauchen. Och, hättest du doch benutzen können als Waffe. Oh, können wir sogar. Geil. Aber will ich meine Machete jetzt ablegen? Ja, bringt halt nichts. Ich habe nur noch einen Schlag mit der Machete. Und das ist auch kein One-Hit, ne? Ich muss schon ein paar Mal zuschlagen damit. So. Die Stange können wir ja auch verbessern. Das ist nicht schlimm. Und das war wahrscheinlich auch nicht die letzte Machete. Oh, noch so ein Typ. Sie wurden erschossen. Was? Erkennst du sie? Nein. Okay, gut. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Hm. Wer könnte die denn erschossen haben? Ihre eigenen Leute vielleicht? 102. Was ist das? Employees only. Ja, das bin ich. So, Schublade. Der Leere. Warum? Warum sage ich es nur? Wieso nur? So. Kopierer ist gar nichts. So, hier haben wir noch was. Was war das denn? Was haben wir da jetzt mitgenommen? Egal, wir nehmen alles mit, egal was es ist. Wir werden alles brauchen. Hier zum Beispiel, Werkzeug. Perfekt. Die nächste Werkbank, da werden wir auf jeden Fall... Ich würde gerne die Shotgun verbessern, glaube ich. Damit die schön Durchschlagskraft hat. Hier geht's weiter. Ja, wunderschönes Sofa übrigens. Was ist das, rosa? Oder pink? Fast wie die Casting-Couch. So, was ist das hier? Da ist hier Benzin. Oh. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Tja, das hätten wir vorhin gebrauchen können. Hätten wir nicht in diese Tiefgarage der Hölle gehen müssen. So, wir sind wieder hier in diesem Foyer. Schaue ich mich hier nochmal kurz um. Da liegt gar nichts mehr für uns. Wir begeben uns nach oben, würde ich sagen. Moment, was war das denn hier? Blutspritzer. Okay, die nach oben führen. Oder von oben nach unten, keine Ahnung. Was gibt's denn hier? Du bist tot, oder? Aufzug. Okay. Eins nach dem anderen. Den kenne ich auch nicht. Ja, ist gut. Das ist gut. Ich fände es echt schade, wenn hier wirklich einer liegt, den wir kennen. Das wäre so unzufrieden. Ich wäre so unzufrieden damit. So, Lumpen. Pillen. Oh, 18 Stück. Ja, geil. 18 Pillen, einfach so. Hier ist gar nichts. Da ist nichts auf dem Bett. Schublade können wir öffnen. Ja, toll. Ist auch nichts drin. Da, Dina, du... Sie steht auch immer im Weg, die Olle. Ich hoffe, dass hier keine Gegner sind, aber ich habe ein schlechtes Gefühl, dass ich hier so rumrenne. Da ist ein Zettel. Okay. Lesen. Samstag, 29. März. Unser Schlag gegen den Fedger-Kontrollpunkte war erfolgreich. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unseren letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Es war ein hitziges Treffen. Seine standrechtliche Exekution dieser Gefangenen stößt manchen Leuten noch übel auf, aber ich mag ihn. Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April. Ich bin total erschöpft, aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind 8 neue Rekruten hier aufgetaucht und 6 davon sind Fedger-Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das oder es sind die ganzen Flugblätter. Die Leute nehmen uns jetzt ernst und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Wir werden diese Faschisten vertreiben und auf dem Fundament, das Emma und Jason gelegt haben, etwas Neues aufbauen. Emma und Jason. Sagen mir die Namen irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, hier ist noch so eine Karte drin. Ja, schön. Sammelkarte, Know-It-All. Da weiß wohl jemand alles. So. Echter Name. Sheila Kim. Intelligenz 100+.
Muskelkraft 20, Zugehörigkeit Spark. Als bei der weltberühmten Forscherin Shayla Kim eine frühe Form der Demenz festgestellt wurde, wandte sie sich voller Verzweiflung an Spark. Konnten sie etwas tun, um ihren mentalen Verfall aufzuhalten? Sie willigten ein, ihr eine experimentelle Nano-KI-Festplatte ins Hirn zu implantieren, die nicht nur ihr Wissen speichern, sondern auch massenhaft neue Informationen ansammeln konnte. Wow. Boah, das ist ja mega, das bräuchte ich. Dann müsste ich mir hier nicht mehr die ganzen Dokumente durchschauen für die ganzen Codes. Da habe ich alles im Kopf. Jetzt ist sie ohne Zweifel die klügste lebende Person der Welt. Sparks neue technische Direktorin und Leiterin der Abteilung Militärforschung. Manche sagen, sie habe ihr Gewissen verloren. Andere fragen sich, ob die KI ihren Geist übernommen hat. Neutrale Schurkin. Okay, das wäre dann nicht so gut. Wenn diese Platte mich übernehmen würde, das fände ich nicht gut. Einfach nur Informationen abspeichern. Das wäre geil. Das wäre echt mega. Vielleicht irgendwann in der Zukunft. Mich gibt es dann wahrscheinlich schon tausende Jahre nicht mehr. Okay. Hier ist gar nichts. Da ist nichts. Das war gerade Dina, die da rumgeeiert ist. Und diese Schubladen können wir auch nicht öffnen. Okay. So, Dina, hier ist alles ausgeräumt. Hier können wir auch nicht durch wahrscheinlich. Nö. Die Tür hier. Die leuchtet so auffällig. Können wir eigentlich weiter hoch? Nein. Das wird natürlich hier von irgendwelchen Plunder wieder zugeschissen, sodass man nicht durchkommt. Immer dasselbe. Sehr oft bei Last of Us. Diese Technik wird sehr oft genutzt. Was ja auch nicht schlimm ist. So, was ist hier? Scheiße. Wer bist du? Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Oh. Was? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Oh. Das ist der erste, den wir nicht erwischt haben. Scheiße, Mann. Aber immerhin Tommy. Hier drüben ist noch jemand. Wer denn? Den kenne ich nicht. Okay. Krass. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen Sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Okay, das ist eine ganz gute Technik, muss ich sagen. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Das ist auch hier direkt nebenan. War das nicht East 1? Ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Oha. Okay. Tommy hat ganz schön auf die Kacke gehauen, wie es aussieht. Krass. Es. Ja. Alter, es stört mich so sehr gerade. Ja. Alter. Dämlicher. Sonst was. Ich kann gar nicht sagen, was für Schimpfwörter ich gerade im Hirn habe. Da werde ich von YouTube gesperrt wahrscheinlich. Okay. Die Adresse hat sich Ellie aufgeschrieben. Oder was ist das? Hier ist 17302. Hast du doch, oder? Ja, 7302. Kann man sich merken.
kann man sich merken, nur ich nicht. So, what? Ein Hammer. Boah, ich will den Hammer. Der hat zwar weniger Striche, aber ich will den Hammer. Es tut mir leid, ich muss den Hammer nehmen. Geil. Mega. Das ist neu. Das gab es im ersten Teil auch noch nicht. Gefällt mir gut. Okay, aber hier ist nichts mehr. Dann gehen wir direkt raus. So, liebe Dina, wo guckst du hin? Ist hier überhaupt irgendwas? Nö. Warum gehst du denn wieder rein? Ich glaube, das dient hier einfach nur, um wieder runter zu springen, ne? Ist das der Bus? Oder was ist das hier? Ne, das ist ein Wohnwagen. Aber da ist Schimmer. Aber wir sind wieder komplett draußen. Ah, okay. Ja, komm. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Ja, Tommy hat so einiges getan, aber... Ja. Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt, ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Ja, das stimmt, aber er war ja nicht der Hauptmörder. Er war zwar dabei und er ist ein guter Informationslieferant sozusagen gewesen jetzt, aber wen wir suchen, ist Abby. Abby ist die Gegnerin, die Endbossin sozusagen. Wenn wir die finden, Alter, ich hoffe, wir haben den Hammer dann noch. Den Hammer, den nehmen wir mit. Ich benutze den nicht. Doch, benutze ich trotzdem. Oh, wir müssen die Abby müssen wir... Ich weiß gar nicht, was wir mit der machen müssen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hoffe nur Schlimmes. Ich bin ganz schlimm bei sowas. Moment mal. Warum ist das Ding hier runtergestürzt? Über diese Tonne sind wir hier rübergekommen. Komisch. Egal. So, jetzt aber hier. Du gehst zum Generator. Ah, ist klar. Ah, perfekt. 7302. Der mit mir geschrieben war? Ja. Ja. Okay, gut. Dann müssen wir das nicht machen. Ich hätte es gewusst. So. Zum Glück ist hier Benzin drin. Und ich hab auch. Perfekt. Die Frage ist nur, wo führt uns das hin? Einen Schritt weiter zu Abby hoffentlich. Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Ja? Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay, gut. Okay. Dann machen wir das so. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder WLF. Wolves. Wolves. Wie auch immer. Die nenne ich nicht Wolves. Diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was denn? Was? Ich klang gerade wie meine Mutter. Ich dachte schon. Ich brauche nichts. So. Okay, wir müssen weiterreiten. Wir suchen irgendein Lager, das wir aufschlagen können. Na, was haben wir hier? Nix. Ich schaue mich noch ein bisschen in den Ecken um. Da können wir drüber. Was gibt's hier Schönes? Alles verwuchert. Da kommen wir auch nicht rein wahrscheinlich. Kann man hier die Tür aufmachen? Nö. Einmal. Wow. Nein, Schimmer. Verliert sie nicht. Nein, 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 nein. Ich kotze gleich. Ich hab gesagt, Schimmer, wer ist passiert, was mit Schimmer schon passiert ist. Oh, fuck, ey. Oh nein, wer bist du denn, Mann? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Shit. Ach du Scheiße, Mann. Oh. Hätte nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Den kennen wir.
Den haben wir eine schöne Narbe zugesetzt. Wie hast du uns gefunden? Hab nach einem Typen mit einer scheißhässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Fuck. Wie viele sind noch hier? Hm? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war Nick so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, shit. Ich hab grad mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Eindringlinge töten. Oh, Moment, Moment. Das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Egal, wie viele es sind. Wir finden sie, wir töten. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn anschalten und einfach... Oh! Oh nein. Komm schon. Boah, weh, du tust hier was. Nein, mach keinen Scheiß. Dina! Was kann ich machen? Was kann ich machen? Okay. Komm her. Ja. Mach keinen Scheiß mit Dina, Alter. Boah, Alter, ich werde dich auseinanderreißen. Nein. Komm, schneller. Yes. So, meine Fresse, da hast du's, Mann. Ja, voll. Oh. Alles gut? Jetzt schon. Diese Befriedigung. Ali, wir sollten gehen. Bestimmt hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal, sie gehört zu ihnen. Na los, sieh dir den später an. War da ein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm, fuck Ellie. Okay, wo ist unser Zeug? Oh mein Gott. Wir haben unser Zeug, okay, sehr gut. Okay. Haben wir unsere Shotgun? Haben wir, okay. Nice. Yes. Los geht's. Wie viele hast du gesehen? Okay, den hab ich erwischt. Scheiße, wir müssen hier raus. Den hab ich gut erwischt. So, haben wir hier noch Munition? Moment. Ich muss mich umschauen. Freunde, ich loote erstmal hier diese Pfeifen. So. Wir könnten ja auch mal Joels Waffe nehmen. Von der haben wir noch genug Munition. Du mieser Wichser. Das hast du jetzt davon, Mann. Boah, am liebsten würde ich noch eine Kugel verschwenden für den, aber scheiß drauf. Toter geht's nicht. Boah, ich hatte gerade echt Schiss, dass Dina stirbt. Alter. Schimmer ist tot, Mann. Ah, Mann. Das ist echt übel. Das ist wirklich übel. Okay, hier haben wir nichts mehr. Was? Bullet-free Zone. Ja, alles klar, Mann. Alter, sind alles Bullies hier. Die ist voll. Waren wir da hinten schon? Nein, aber hier ist auch nichts. Dina? Ja. Okay, komm. Okay. Ja. Nicht so hektisch. Oh mein Gott. Die haben uns schon gesehen, ne? Ja, die haben uns gesehen. Fuck. Nein! Boah! Im Liegen noch, geil. So, immer schön Headies verteilen. Links von dir!
Fertig, fertig! Links von mir, ach du Scheiße. Verflucht nochmal! Ja, 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 laber du mal. So, komm her jetzt. Ja, du willst wohl von rechts angreifen, was? Das kannst du vergessen. Komm her, komm her. So. Dort links! Dort links? Wow. So, das war er. Haben wir den? Ich glaub schon, oder? Alles okay? Oh, geil. Ja. Oh, Moment. Kommen wir nochmal zurück. Nein. Da war Munition. Warte, 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 ganz kurz. Ja, wir kommen durch. Yes, perfekt. Ich würde mir gerne die Munition hier schnappen, die hier noch rumliegt. Wo war die jetzt? Ich glaube, hier, oder? Ja. Ja, 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 ja. Nice. Und hier, der hatte da auch noch was, oder? Sehr schön. So, jetzt haben wir wieder 6 Schuss. Let's go. Die suchen wir jetzt auch ab. Kann man hier rein? Nö. Die Schweine. Die waren zwar alle nicht dabei, aber die gehören zu der Gruppe. Wir werden die ausräuchern. Ich will alle. Ich will sie alle haben. Wenn wir die Möglichkeit haben, werde ich alle mitnehmen. So. Du hast Munition. Sehr schön. Nehme ich. Hier liegt noch so ein Pappenheimer. Der hat aber nichts für uns. Du auch nicht? Doch. Ja, ich sehe es doch. Kannst dich nicht verstecken. So. Okay. Puh, da geht einem ganz schön die Düse, muss ich sagen, wenn es hier in die Kampfszenen geht. Die verteilen sich, glaube ich, jetzt besser, ne? Kann das sein? Also es wie im Gegensatz zum ersten Teil, meine ich jetzt. Die verteilen sich besser links und rechts. Ich glaube, die KI ist etwas schlauer geworden. Was ich nicht schlecht finde, aber es macht natürlich... ja, es macht die Angelegenheit etwas schwerer. Was gut ist. Ich mag Herausforderungen. So, was haben wir hier noch? Da lag da irgendwas. Ne Schere. Eine Viertelschere liegt da rum. Geil. So, haben wir hier noch irgendjemanden erwischt? Hier, den haben wir schon gelootet, glaube ich, ne? Ja. Yeah. Sie. Du Ekel. So, und hier hinten müsste noch jemand liegen. Da. Ja, hat aber auch nichts mehr für uns. Aber die Tür geht auf. Was ist das hier für ein Raum? Ach so. Der verbindet einfach nur diesen Raum. Ja gut, das ist jetzt eher uninteressant. Aber das hier ist interessant. Die Schere nehme ich mit. Hey, habe ich hier nicht geguckt? Wie ungründlich. Sehr, sehr ungründlich, lieber. Ganz schlecht. So, was haben wir hier? Auf den Tischen wächst auch schon das Gras. Macht hier eigentlich überhaupt jemand sauber? Wahrscheinlich nicht. So, nur noch hier und dann gehen wir weiter. Ja, ist auch nichts mehr. Oh, Moment, Moment. Ich übersehe Zeugs. Das ist unglaublich. Man muss wirklich in jeden Winkel gucken, um nichts zu verpassen. Ich habe 100 Pro schon 1000 Sachen verpasst. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich hätte gern jetzt... Boah, wie gern hätte ich jetzt Pfeil und Bogen. Es war so geil, mit Pfeil und Bogen zu schießen im ersten Teil. Okay, was? Okay, ganz runter. Ja, ja, ja. Können dich im Gras entdecken, wenn sie sich nähern. Oh, okay. So. Durchsuch den Hof. Ja, ja, durchsuch mal. Übernimm die Cafeteria. Ich bleibe hier. Okay. Okay. Die Olle kommt jetzt auf uns zu. Die kommt jetzt hier lang. Können wir sie vom Liegen aus Stealth killen? Ja, weiß ich nicht. Wir waren zu langsam. Halt die Fresse. Lautlos. Zack. Ja, 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 das hast du jetzt davon, mich zu jagen.
Ihr jagt nicht mich, ich jage euch, Freunde. So, wo sind die anderen Pappenheimer? Da ist einer. Und da ist einer. Ja, schön. Verteilt euch. Das ist euer Fehler. Ich hoffe, die sehen uns nicht. So. Du drehst dich nicht einfach so um, oder? Mann, 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 Mann. Psch, 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 komm mit. Kein Wort. Hier, Mann. Fresse, verdammt, habe ich gesagt. Wow. Geil. Das ist... Was? Fuck. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Geh runter, Dina. Die sehen dich. Sag kein Wort. So, du bleibst schön liegen jetzt. Nein, 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 nein. Nein, fuck! Okay. Okay. Verflucht nochmal! Nagel sie fest! Im Hammer. Er ist tot. Okay, perfekt. Sehr gut, Dina. Da vorn! Nein, nein, nein. Scheiße, da kommen noch mehr. Wo denn? Was heißt denn da vorn? Munition. Ah, wo denn? Du siehst uns doch gar nicht. Wo steckst du? Ja, wo steck ich, hä? Na, wo bin ich denn? Zack. So, weißt du was? Wie nicht? Wie, was nicht? Ja, was zum Teufel? Hier, halt's Maul jetzt. So. Jeden Einzelnen werde ich jagen. So, eure Munition hätte ich gerne. Kann ich sehr gut gebrauchen. Vielen Dank. Waren sie das jetzt? Das sind echt viele. Ich hab's gesagt. Ja, hast du. Hast du, aber wir werden sie auf ein Minimum dezimieren. Und dann werden wir uns Abby schnappen. Hoffentlich. Ich hoffe sehr. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. So, hier ist nichts mehr. Yo. Nice. Haben wir die Area auch gecleared. Schauen wir nochmal hier den riesigen Baum an in der Mitte. Ah, Dina möchte da hoch. Ja, das ist eine gute Idee. Aber jetzt noch nicht. Wir schauen uns erst noch ein bisschen um hier. Hier geht's ja noch rein. Liebe Dina, nicht so vorschnell. Ist das eine Werkbank? Was? Reduce, Ruse, Recycle. Na klar. Tape. Nice. 16 Werkzeug. Einfach so. Es liegt hier einfach so rum. Okay, da ist noch eine Pille. Da ist ein Lumpen. Der ist bei uns schon voll. Ich guck mal gerade, ob wir noch was machen können. 3 von 3. Aber hier, das hier können wir noch machen. Wir machen noch einen Molotow. Und dann können wir uns den Lumpen schnappen. Wir können keine Behälter mehr nehmen. Keine Kanister mehr. Klinge. Wir brauchen eine Klinge. Und Bindung. Das heißt Bindung. Warum nicht Tape? Egal. So, ich mache einen von denen hier. Weil dann können wir diese Kanister auch wieder mitnehmen. Und das nehmen wir mit. Mach das doch nicht schon an! Leg das weg! Danke. Ellie ist lebensmüde. Die ist absolut wahnsinnig. Nein, das ist voll. Oh, wir können uns aber... Ich nehme da eins von. Da nehme ich von. Ne? Lohnt sich. Dann nehmen wir direkt ein neues mit. Merci, merci. Munition. Dankeschön. Sehr nett hier. Wirklich sehr, sehr nett, dass sie hier die Munition da lassen für uns. Die können wir einmal durchladen. Dann nehmen wir die hier wieder. Die von Joel ist mega. Die ist super durchschlagskräftig. Ein bisschen Alkohol. Flaschen brauchen wir keine mehr. Wir haben ja genug Flaschen erledigt hier. So. Ja, aber hier noch was drin.
mit dem Hammer einfach mal zugeschlagen. Ist nichts drin gewesen. Schade. Alright. War das jetzt eine Werkbank eigentlich da hinten? Ich glaube nicht, oder? Sah so werkbankmäßig aus, aber nö. Das ist nichts für uns. Ah, da ist auch nichts, okay. Ich würde sagen, wir gehen weiter hoch. Dina wartet ja schon, dachte ich. Ist sie jetzt wieder runtergekommen? Wir klettern auf jeden Fall hoch. Oh, Moment. Oh, was war das? Hier liegt noch Munition. Ich bin ja wohl von allen Geistern verlassen, dass ich das liegen lasse. Hier haben wir doch noch auch irgendjemanden erwischt, oder? Irgendwo im hohen Gras. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben den schon gelootet. Kann das sein? Wahrscheinlich schon. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir den ausgenommen haben. So hoch mit uns. So. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.